Jawohl, heute Nacht ist die große Nacht der Anrufung des Schläfers, aber ich als Magier habe entschieden, hier nicht beizuwohnen, weil erfundene Götter und so. Nein, wir treiben uns lieber noch ein bisschen im Sumpf rum. Ja, hallo, es tut mir leid, aber Sie müssen hier leider verschwinden. Bitte was? Ja, der Betonmischer ist unterwegs. Hier will jemand, dass gepflastert wird und da müssen wir den Platz jetzt leider räumen. Ja gut, okay, ja, dann, ich wollte sowieso zur großen Anrufung gehen. Die findet nämlich hier hinten statt und ist wichtig, um die Story voranzutreiben. Irgendwo hier, im Finstern, im Dunkeln, im Sumpf des Todes, wo sich die Herrscher der Templer und Novizen versammelt haben. Moin! Die Okay. lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch Juhu. seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, Schläfer. das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange Schläfer. auf diesen Moment vorbereitet. Erwache. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Oh Gott, der Schläfer existiert. Schläfer, erwache. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Meister, was ist passiert? Hyperion. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Ja. Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Schläfer. Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3: Artefakte von wahrer Macht. Jo, und das Ding muss jetzt einmal weg. Ich hatte vorhin das Fenster offen. Ah, zum Lüften. Es wurde ein bisschen kalt. Und jetzt wird mir wieder warm. Ja, geil. Geiler Shit. Okay, Kapitel 3: Artefakte wahrer Macht. Novizen. Wir sollten es jetzt langsam mal wieder hell machen hier. Aber vorher. Nein, diese anmutig mysteriöse Stimmung, die musst du nutzen. Ja, die nutze ich auch. Die nutze ich aus. Leute, was geht? Ich glaube, die Hintergrundmusik hat sich ein bisschen verabschiedet. Na gut, dann machen wir das. Machen wir das so ein. Ja, stimmt. Iberion. Nein, Iberion, er ist tot. Wo ist der? Iberion, geht's dir gut? Ich glaube, die labern mich jetzt dann an. Wir machen's hell. Wir machen's hell. Komm. Die Story kann warten. Jetzt sind erstmal wichtige Lichteffekte auszuführen. Oder vielleicht kommen die. Hier sind zumindest Grillen am Zirpen. Vielleicht kommen die Background-Musik dann doch irgendwann zurück, aber sicher ist sicher. Wir machen einen neuen Tag. Da ist die Musik. Und da ist ein lustiger Schatteneffekt. Und ein Typ, der mal in einem Bett pennt, aber ist zum Glück noch ein anderes Bett. Jo, wir labern gleich mit Korkalom. Bis zum nächsten Morgen. Du bist ausgeschlafen und hast ausgeruht. Ja, mit Fackel. Ja, ich penne immer mit Fackel. Geiler Shit.
Geiler Shit. Okay, Leute, seid ihr noch da oder habe ich alles verpennt? Ist Iberion wieder fit? Nein, da schläft er ein. Oh Gott, ihn trifft ein Schlafzauber. Okay, Jungs, ich weiß, ihr hattet eine harte Nacht und so, aber auch Helden brauchen Schlaf. Er war müde, er musste sich mal kurz hinlegen und die Zeit überdauern. Wer ist jetzt wichtiger, Kor Anker oder Kor Kalom? Oder der schlafende Iberion? Mit ihm lässt sich nicht interagieren. Kor Anker? Okay, wie geht es weiter und kannst du mich trainieren? Ich glaube, wir hatten bis jetzt mit Kor Anker noch überhaupt keine Ehre auf eine Gesprächsoption. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Es gibt eine Belohnung. Spruchrolle vielleicht, ja? Ist die gut? Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Waren das gute Zauber? Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Blasphemie, Weiche, für Innos, Magie zu Ehren. Waren das jetzt mächtige Zaubersprüche? Also vor irgendwas drei. Wahrscheinlich drei Schlafzauber vielleicht. Interessant. Kor Anker, wir haben jetzt schon ein paar Minuten verplempert. Lass uns die Story erleben, Anker. Bitte. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Ja, cool. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja, natürlich, Kor Anker. Mach ich auf jeden Fall. Und es war weise, andere Templer vorauszuschicken, um mal die Lage zu checken. Ja, holen wir Bericht ab und Gutes und dann machen wir Iberion wieder lebendig und Friede, Freude, Eierkuchen und Gedöns. Was springt für mich dabei raus? Der Magierheld, der es von den Armen nimmt, um es in seine eigene Tasche zu befördern. Klick. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Oh nein. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Alter, Junge. Held, reiß dich mal zusammen. Du bist Magier, du bist ein ehrenvoller Held. Du kannst doch nicht einfach den Leuten Erz abzocken. Es geht nicht. Okay. Ich mach mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Es gibt Erz und einen Ring. War nicht besonders schlau. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Der gute Talas mal wieder. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist dein. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ja. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Aha. Aber ich soll für dich den Orkfriedhof klar machen. Ja, genau. Sonst doch wünsche. Moin, Typ. Hey. Ich hab ne Fackel. Und du? Ja, gut. Schön. Ring von Anker. Wir haben Schutz vor Feuer.
Ist nicht neu. Schutz vor Pfeilen. Pfui. Schutz vor Waffen 5. Schutz vor Waffen. Ja, bessere Dinge. Ja, danke für nichts. Wir haben ein neues Kapitel. Das heißt, die Händler haben neue Sachen. Ich habe jetzt aber irgendwie... Wir können mal kurz abchecken, ob der Bali-Typ neue Sachen in seinem Bunker hat, in seinem Lager, das er gerne loswerden möchte. Das ist irgendwo hier bei dem ungepflasterten Sumpf. Hier so. Händler-Typ. Moin. Kannst du... Und wir brauchen Magiekreise. Also als Magier mit Lernpunkten haben wir Lernpunkte. 25 Lernpunkte an der Zahl. Jo, Magie steigern könnte man hier. Wir brauchen 15 für den nächsten und 20 für den übernächsten. Das wären 35 Lernpunkte. Ja. Okay, wir haben keine Lernpunkte übrig. Ich möchte nächsten. Schriften über Magie erwerben. Das nächste Level geht für Magie drauf. Elixiere braucht keine... was ist... Ring der Unbezwingbarkeit. Er ist so unbezwingbar. Es gibt noch den... Leute... Was willst du? Läuterung. Niemand will geläutert werden. Zwei Waffen und Pfeilen. Standhaftigkeit. Aber Pfeile sind jetzt eigentlich auch nicht so der Oberknaller. Wir nehmen den... Ring der Unbezwingbarkeit. 800 Öcken. Ja. Den. 300. Ist das Erz hier nichts mehr wert? Gib mir. Wo ist das Erz? 1400. Ja, die... Das reicht vielleicht für eine geilere Magierrube. Aber egal. Wir haben noch einen Haufen. Noch einen Haufen Waffenshit. Da nimm die Waffen. Okay, es ist gerade ziemlich verwirrend, wie oft die... Die Zahl 88 hier im Inventar war, die nichts zu bedeuten hat. Noch ein Brot. Da könnt ihr. Zwei Erz geschenkt. Ende. Neuer Ring. Wir wollen ins Abenteuer starten. Ich glaube, die 5 Stärke können von Anfang mal weg. Ihr braucht schon 5 Stärke. Ich Magier und so. Bizeps muss schrumpfen. Es darf kein Eiweiß mehr in der Nahrung vorkommen. Nur pflanzliche Lebensmittel, weil... Für pflanzliche Lebensmittel müssen keine Tiere leiden. Und keine Bauern. Doch die Bauern müssen auf jeden Fall leiden, weil sie die Pflanzen anpflanzen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es selber nicht. Moment, wir müssen zu Talas, ne? Müssen wir zu Talas? Oh, Talas. Ich wollte jetzt schon komplett allein aufbrechen und irgendwie... Irgendwie ist meine Hand nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Ich muss mal kurz was... Wow. Jetzt ist es ganz weg. Wow, das wollte ich nicht. Wie weit kommt... Nein, das machen wir nicht. So weit kann ich rüber. Spieleaufnahme. Jo, ist wieder da. Ist wieder da, alles gut. Beruhig dich, Spiel. Beruhig dich. Talas. Novize, Talas. Zieht erstmal einen Johnny rein. Zur Entspannung. Ja, Raucherpausen sind wichtig. Koangar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, war blöd, den wichtigsten aller Almanachs zu verdödeln. Okay, also zusammen mit Talas marschieren wir los in einen wirklich, wirklich gefährlichen Hinterhalt der Orks hinein. Keine Ahnung, also zum Orkfriedhof, ein dunkler Ort voller Schrecken und Orks. Also definitiv mehr Orks als Schrecken. Oder mehr Schrecken als Orks. Schwer zu sagen. Aber wenn wir mit Talas da hingelaufen sind, dann wollte ich eigentlich nochmal zurück ins alte Lager zur Magie meistern, um Magie zu lernen.
Das ist nämlich wichtig als künftiger Magierheld. Was heißt künftiger Magierheld? Er ist ja schon lang Magier, aber er hat nur überhaupt keine Ahnung von Magie. Das ist das Problem, mit dem wir im Moment zu kämpfen haben. Aber daran wird sich sehr bald was ändern. Jo, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, der Orkfriedhof ist nämlich... Talas wartet sogar. Hier ist nämlich dunkel. Oh Gott, Talas. Ich bin da. Keine Angst. Wir lassen Talas nicht allein. Ja, im Orkfriedhof können wir nämlich herausfinden, was der Schläfer so vor sich hat. Also was er geplant hat für finstere Intrigen. Talas, wo läufst du hin? Passt du mal auf? Es wird wichtig. Oh nein, eine Brücke. Wo führt sie nur hin? Wo führt sie nur hin, Talas? Hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Jo, ich als Magier werde die Templer noch ein bisschen warten lassen. Das machen wir in der nächsten Folge ganz, ganz entspannt. Ganz entspannt. Orkfriedhof mal durchplätten, durchballern. Orks vernichten. Sofern da Orks überhaupt auf uns warten, weil das weiß ja niemand. Im Orkfriedhof, da muss es ja keine Orks geben. Da kann es Zombie-Orks geben, zum Beispiel. Eine fürchterliche Ork-Spezies, ein Abkömmling der untoten Finsternis-Herrscharen. Absolut erschreckend, sage ich euch. Ja, und jetzt geht's auf den direkten Weg zu den Magiern. Denn um diesen untoten Ork-Herrscharen in den Arsch zu treten, brauchen wir definitiv den ein oder anderen Zauberspruch mehr. Und zwar das Gedankenspiel der Windfaust baut sich auf. Oh, ist das ein schönes Gedankenspiel. Die Macht des Avatars im Helden vereint. Nein, nicht vereint. Die Macht des Avatars und die Macht des Feuers im Helden vereint. So wird sich das besser beschreiben lassen. Ja, die trainieren alle. Hallo, meine Freunde im alten Lager. Gott, der wäscht sich hier. Das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass man sich hier waschen kann. Geh bald weg. Der Magier muss seiner Gesichtspflege nachkommen. Gehst du mal weg von meinem Eimer? Weigerst du dich einem Magier gegenüber? Okay, dann gibt's heute keine Gesichtswäsche für den Magier. Snuff. Was geht bei dir ab, Wärterkoch? Dem Magier dürstet nach einem Mahl. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Genau. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, denn ich bin ein Magier. Und wo sind meine anderen Magierfreunde? Hallo. Ja, ich weiß, es ist ziemlich bescheuert, wenn man beim neuen Kapitel, bevor man Story weitermacht, erstmal die Händler abklappern muss. So, welcher Magier war jetzt der Kreislernmagier? Choristo. Choristo der Oberste. Magie zu Ehren. Ich möchte den zweiten Kreis erlernen. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber. Und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen, willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen. Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen.
Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation, dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Oh Gott. Tod und Zerstörung werde ich mit meinem Heilzauber über das Land bringen. Oh, hohe Robe des Feuers. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers. Komm ich die? Du besitzt nicht genügend Erz. Ich bekomm die. Ich bekomm die. Wir brauchen Erz. Leute, jetzt wird gescheffelt. Irgend so ein... Stimmt, ich wollte die ganzen Bücher mal lesen. Boom, okay, das gab nichts. Geheimnisse der Zauberei. Gab auch nichts. Okay, ich glaube, die Bücher geben doch keine Boni. Den hatten wir schon. Jagd und Beute. Okay, das... Das war's dann wohl. Aber ihr könnt... Ihr könnt ja gerne pausieren, wenn ihr im richtigen Moment drauf drückt. Und dann... Mal kurz durchblättern. Wahre Macht? Ja, lernt die wahre Macht. Okay, dann gibt's schon mal keine Buchboni. Da habe ich mir wohl was eingebildet. Erz, Erz. Milton ist kein Händler. Das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Torres. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Schriften. Gib mir Schrift. Ich will Schrift. Ich will lernen Magie. Und wir brauchen Erz. Hat er kein Erz? Wo ist der Erze? Wir brauchen eine Erze. Der hat nicht mal Erz. Okay, wir hatten Lichtheilung. Feuersturm braucht 4. Feuerpfeil, Feuerball. Es gibt ja dich Ball. Der einzige mit Rang 2 wäre die Heilung. Junge. Das merke ich mir. Hat nicht mal Erz. Okay, das. Jetzt sei in die richtige Richtung. Yo, das ist. Da hängt schon wieder so. Egal. Skip. Ist der. Hallo Freund. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Okay, er handelt immer noch. 100 Stück. 100 Stück. Nee, den behalten wir noch. Habe ich da noch ein paar. Billigsachen, der Herrscher. Ich will den Herrscherstab nicht verkaufen. Na, wir können die ganzen Bögen loswerden. 120! Na gut. So, jetzt aber. Hohe Rube des Feuers. Volle Gönnung. Delicious, sage ich euch. Mächtigste aller Ruben der Feuermagier. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Jawohl. Easy. Hohe Robe. Errungen. Lernpunkte. Anzahl 10. Stufe 12. Wir bräuchten noch um die 6000 Erfahrungspunkte. Egal. Neue Robe, neues Glück. Neue Rube, neues Glück. Da ist Dead. Dead Hammerschön. Und damit sage ich, Leute, es war mal wieder wunderschön. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen Selfie neben Koristo. Weil eben, ja, neben Koristo. Also, Ding Ding. Koristo ist der einzige, also die zwei einzigen Magier mit der hohen Rube des Feuers. Jo, vielen Dank, dass ihr angeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie da ist. Wir machen geile Selfies neben Koristo. Nee, Orkfriedhof. Bam. Vielen Dank fürs Angeschaltet, dass ihr angeschaltet habt. Haut rein.